Wir haben verschiedene Investoren, die haben gemeinsam eine Holding GmbH. Darunter befindet sich die Operation Company, die operative GmbH, und der Mitarbeiter hier in Grün, der möchte sich nun an der operativen GmbH beteiligen. Zusammen mit Dr. Wolfgang Schmidt werden wir nun zwei Modelle besprechen, wie es in der Praxis häufig gemacht wird, was wir unseren Mandanten aber nicht empfehlen. Im dritten Modell werden wir dann gemeinsam besprechen, wann macht es Sinn und wie strukturiert der grüne Mitarbeiter es am besten, dass er zuerst seine eigene Holding gründet, die eigene Holding sich dann hier an der gemeinsamen Holding beteiligt und anschließend wird seine eigene Holding die Anteile an der großen Holding an die große Holding verkaufen. Es werden dort sogenannte eigene Anteile. Total das spannende Modell für all diejenigen, die sich an der operativen GmbH beteiligen wollen, jetzt in diesem Video. Mein Name ist Christoph Jung, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und zusammen mit Dr. Wolfgang Schmidt besprechen wir heute einmal den Fall, ja, es gibt eine Holding GmbH, da mag ein, zwei oder mehrere Investoren sich daran beteiligt haben und darunter ist die operative GmbH. Und wir haben hier diesen Mitarbeiter der operativen GmbH. Es gibt ja auch dieses Arbeitsverhältnis. Und dieser Mitarbeiter möchte nun sich an dieser operativen GmbH irgendwie beteiligen. Und die Geschäftsführung sagt auch, das ist in Ordnung, die möchten den binden. Ja. Das kann man jetzt kompliziert über Luxemburg machen, mit A, B oder C-Shares. Dazu habe ich mit Dr. Wolfgang Schmidt bereits ein Video gemacht. Das verlinkt man Ihnen einmal hier oben. Und jetzt machen wir ein anderes Modell. Genau, jetzt machen wir einen ganz klassischen Inlandssachverhalt. Wir haben also einen Mitarbeiter, der auf Ebene der operativen Tochter GmbH angestellt ist und dort im Grunde genommen im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms incentiviert werden soll. Das heißt, er soll an den Wertveränderungen der operativen GmbH beteiligt werden. Mhm. So. Grundsätzlich stehen jetzt hier mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Gucken wir uns die doch mal in Ruhe an. Die einfachste Lösung, die man früher gewählt hat, war ein sogenannter Bonus. Ja, das heißt also, der Mitarbeiter hat dann im Grunde genommen einen Bonus bekommen. Der Bonus hat den Vorteil, dass der Arbeitgeber eben die Bonuszahlung als Arbeitslohn absetzen kann. Allerdings muss der Mitarbeiter diesen Bonus ganz normal als Arbeitslohn versteuern. Das heißt, die Steuerbelastung geht Richtung 50%. Das ist also Variante 1. Okay, also Variante 1, Bonus. Ja. Verstanden. So, Variante 2 wäre, der Mitarbeiter beteiligt sich an der operativen GmbH. Mhm. Ja, das heißt, er zeichnet eine Beteiligung. Ja. In dem Fall waren das weniger als 10%. Ja, das heißt, er bekommt also eine 10%? Genau, 1-10% ist in der Realität praxisnah. So, und diese Beteiligung, die ist dann eine sogenannte § 17 Beteiligung, sofern sie eine sogenannte Sonderrechtsbeziehung darstellt. Das heißt, losgelöst ist vom bestehenden Arbeitsverhältnis. Das heißt, die Gewinne aus dieser Beteiligung, die unterliegen grundsätzlich nicht der Besteuerung nach § 19 EStG, sofern es sich um eine Sonderrechtsbeziehung handelt. Das heißt, die Besteuerung ist dann irgendwo gedeckelt bei 27%. Ja, als wären es wie GmbH-Anteile verkauft genau. werden. Mhm. Genau. So, und jetzt kommt noch die dritte Variante. Ja. Da wird es etwas komplizierter. Die Holding macht eine Kapitalerhöhung. Ja, das heißt, bisher hat sie 25.000 Anteile oder Aktien gehabt, ja, zu jedem Euro. Ja. Ja, und sagen wir mal, die macht eine Kapitalerhöhung von 2.000 Euro. Ja. Das wären 8%. Und dann hat sie ein neues Stammkapital von 27.000 Euro. So, und diese 2.000 Euro Nennkapital bekommt jetzt der Mitarbeiter. In die Holding, nicht in die operative, sondern in die Holding rein. In die Holding, genau. Das sind 2.000 Anteile, das sind 8%. Und muss er dann dafür jetzt auch 2.000 Euro in die Holding einzahlen? Wahrscheinlich mehr, je nachdem, wie werthaltig die Holding bzw. die operative GmbH ist. Das hängt jetzt, wie gesagt, von der Situation ab. Wenn das jetzt ein Startup ist, dann ist der Wert wahrscheinlich deutlich niedriger als bei einem
Unternehmen, das schon, ich sag mal, 20 Jahre am Markt ist. Okay, das heißt, der Wert der operativen GmbH, wenn er 10 Millionen ist, ist die Holding automatisch auch mindestens 10 Millionen wert, wenn sie keine Schulden hat. Mhm. Und dann müsste er davon natürlich 8% einlegen, genau, in die Holding GmbH. Genau. Okay, also er muss schon Cash in die Hand nehmen. Ja. Ja. Genau. So, und dieses Geld wandert jetzt in dem Falle nochmal spiegelbildlich über eine Kapitalerhöhung in die operative GmbH. Ja. Ja. Weil man eben, ich sag mal, den Geldfluss dann auch in den operativen Bereich lenken will, weil, ich sag mal, der Holding hat das Geld ja erstmal keine aktive, keine Aktivität, sondern das Geld wird ja dort gebraucht, wo die operative GmbH arbeitet. Nehmen wir 100.000 Dollar oder 100.000 Euro, die zahlt er dann runter und am Ende des Tages ist das Geld hier unten und da kann die operative, die Operation Company auch mitarbeiten. So, genau. Ja. So, und das ist jetzt im Grunde genommen der Setup nach Kapitalerhöhung. Mhm. Alles ist im Grunde genommen jetzt im Grunde genommen eingeleitet und jetzt spulen wir mal 3-4 Jahre weiter und die Holding GmbH verkauft die OPCO. Ja. So, die Holding verkauft die OPCO an einen fremden Dritten. Genau, also nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein externer Investor, der sagt, ich will die OPCO kaufen. Die Holding verkauft. Die aufgelaufene Wertsteigerung wandert dann natürlich nach § 8b zu 98,5% nach Steuern in die Holding. Ja, das heißt, wir haben ja ungefähr nur eine Steuerbelastung von 1,5%. Ja. So, und jetzt ist die spannende Frage, wie bekommt jetzt der Mitarbeiter seinen Anteil an der Holding? Weil das Problem ist doch, Investor 1, Investor 2 oder Investor N, die wollen ihn ja wieder raushaben. Aber er ist jetzt ein Leben lang mit 8% drin. Genau, und jetzt ist natürlich für ihn die spannende Frage, wie kann er das so verkaufen, dass er möglichst wenig Steuern zahlt. Mhm. So, und in dem Falle macht er Folgendes, er hat vor dem Verkauf eine eigene Objektgesellschaft gegründet. Mhm. Ja, die sehen wir hier noch nicht, aber die müsste man jetzt hier nochmal einzeichnen, genau. Seine eigene Holding, ja. Ja. Genau, und die eigene Holding verkauft nun diese 8% an die andere Holding. An diese Holding, das heißt, eine private Holding verkauft an die große blaue Holding, genau, die 8%. Er hat 100.000 eingelegt, sagen wir mal, das ist jetzt 1 Million wert gewesen. Und dann muss die große Holding, der kleinen schwarzen Holding, 1 Million Euro auszahlen. Dann fließt hier 1 Million Euro. Mhm. Genau. Und muss die schwarze Holding das nicht versteuern? Ja, die muss es versteuern, aber auch nur mit 1,5%. Ja. 1,5%, weil das für die ja wie ein GmbH-Anteilverkauf ist. Ja, genau. Und da gibt es keine Mindestbeteiligungsquote für. Nein. Mhm. Hätte man das über eine Dividende gemacht, würde man sagen, oh, bei der Dividende, du bist ja unter 10, bei der Körperschaftssteuer oder bei der Gewerbesteuer musst du sogar 15% beteiligt sein. Du musst die Dividende dann doch mit Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer im Zweifel versteuern. Aber ich mache das ja nicht über die Dividende, sondern über einen Veräußerungsvorgang. Genau. Und dann verkauft die schwarze Holding Anteile an der blauen Holding an die blaue Holding. Und das Ergebnis wäre doch, dass danach die blaue Holding, wie soll ich das meinen, an sich selbst beteiligt wäre. Ja, genau. Sie hat eigene Anteile. Genau. Und das Spannende ist jetzt, dass diese eigenen Anteile trotzdem in den Genuss der Beteiligungsertragsbefreiung nach § 8b bekommen. Ja, dass die schwarze Holding nur 1,5% Steuern zahlt. Ja. Zum Erwerb eigener Anteile bei Privatpersonen habe ich bereits schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich Ihnen hier oben, wie man dann 50% Gesellschafter auskauft mit eigenen Anteilen. Und das funktioniert nur hier mit der Holdingstruktur genauso 1:1. Nur mit dem Vorteil, dass sogar mit 1,5% steuerfrei ist. Ja, genau. Jetzt haben wir ein Beispiel gemacht mit 8%. Mit welchen Prozentsätzen Beteiligung von einem Mitarbeiter ist das denn perfekt, das Modell? Eigentlich ab 1%. Mhm. Ab 1% und ab 10 oder 15% muss man sich die Frage stellen, kann ich nicht auch Dividenden auszahlen, weil ab 15% zahle ich auf Dividenden auch nur 1,5% Steuern. Ja, die Fragen kann man sich stellen. Aber den Erwerb eigener Anteilen von 1% bis 15% ist durchaus mal ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Ja, weil das sind genau die Beteiligungsquoten, um die es sich in der Praxis dreht. Ja, ja, verstanden, die Praxis. Typischen Praxisprobleme. Dann das Nächste. Er erwartet jetzt nicht 1 Million Gewinn, sondern nur 100.000 Euro. Lohnt sich diese Struktur dann schon? Nein.
Das ist dann zu kleinteilig. Ja, weil das Geld, was in der Holding nahezu steuerfrei ist, will er ja vielleicht privat nutzen, um privat in Urlaub zu fahren. Und dann für die Gewinnausschüttung fallen nochmal 25% Steuern an. Ja. Ich würd sagen, ab 1 Million Euro braucht er das Geld nicht zum privaten Leben, sondern lässt er das in der Holding, wird es reinvestieren und kann da den Tesorierungseffekt nutzen. Ja, genau. Okay, super. Dr. Wolfgang Schmidt, vielen lieben Dank. Total spannendes Modell. Anbei einmal unsere Kontaktdaten. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einmal an. Wir beraten Sie gerne. Wir vereinbaren gerne einen ersten Beratungstermin und begleiten Sie auch dann vollumfänglich bei dem Projekt. Wir sehen uns wieder im nächsten Video.